Beim Gegenstromverfahren haben wir also drei Schritte. Die Oberinstanz, erster Schritt, liefert den Rahmenplan. Rahmenplan bedeutet vor allem Zeit- und vor allem Budgetvorgaben. Das ist der Rahmenplan. Ja, wie ein Rahmen eben. Ne? Ein Rahmen, und Rahmen bedeutet in der Betriebswirtschaftslehre vor allem Kosten und Zeit. Dann B, zweiter Schritt, die Unterinstanzen liefern die Teilpläne. Wir notieren wieder nur Unterinstanz, machen einfach einen Pfeil und schreiben Teilpläne. Die Unterinstanzen liefern die Teilpläne. Das ist bisher vor allem das Element von Top-Down, aber im ersten Schritt konzentriert sich die Oberinstanz wirklich darauf, den Rahmen vorzugeben. C, dritter Schritt, Abstimmung. Im dritten Schritt erfolgt die Abstimmung. Das ist der Gegenstrom. Ja, wir sind ja hier beim Gegenstromverfahren. Im dritten Schritt erfolgt die Abstimmung. Na, das kann zeitintensiv sein. Oft mündet in der Praxis ein Bottom-up-Verfahren mündet in ein Gegenstromverfahren. Ja, das machen die Unterinstanzen Teilpläne, das wird raufgereicht zur Geschäftsführung. Geschäftsführung sagt, zu teuer. Streicht das Budget, was sich ergibt, wenn man die Einzelbudgets addiert. Dann geht das wieder zu den Unterinstanzen, die sagen, nee, damit kommen wir aber überhaupt nicht klar. Und dann geht das ein paar Mal hin und her und dann sind wir im Prinzip beim Gegenstromverfahren. Ja, Bottom-up mündet oft in der Praxis in faktisch in einem Gegenstromverfahren. Was ist die Kritik am Gegenstromverfahren? Die Kritik ist die Zeitaufwendigkeit. Das ist zeitaufwendig. Diese Abstimmung ist zeitaufwendig. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.